Leg dich hin. Nimm sie an dich. Sie ist schwer zu vertreiben. Es ist eine Plüschkatze, die Rami beim Einkaufen mit seinen Kindern gesehen hat. Wir stecken sie vorne auf das Eckschussgewehr. Die Katze bringt die extra Sekunde, die wir brauchen. Die Sekunde, in der die Zielperson verwirrt ist, was sie da sieht. Wenn du weitermachen willst, ziehst du die Plüschkatze ab. So, nicht zu fest. Und du kannst die Waffe benutzen, kein Problem. Diese Waffe wird im Häuserkampf eingesetzt. 9 mm Patronen aus 100 Metern Entfernung sind tödlich. Nach deinem ersten Schuss wirst du lächeln. Kippen. Das Munitionsmagazin kommt hier rein. Gut, jetzt sind sicher. Hier. Jetzt kannst du losfahren. Lege sie an. Auch ich darf das Eckschussgewehr ausprobieren. Gut, nun halte Ausschau nach dem Feind. Eine israelische Erfindung. Siehst du ihn? Gut. Siehst du, der erste Schuss. Gut. Das erste Mal mit einem Eckschussgewehr und du hast auf 100 Metern Entfernung getroffen. Das ist es. Dieser Film erzählt von Israel und dem Krieg. Wenn Krieg ist, steht alles still. Die Städte sind leergefegt, die Wirtschaft bricht ein. Selbst die, die den Krieg wollen, spüren, dass es kostet. Israels bislang größter Bombenangriff auf Gaza. Operation Gegossenes Blei. Ende 2008 beginnt Israel mit dem bis dahin größten Angriff auf palästinensischem Gebiet. Die Operation Gegossenes Blei ist eine neue Art von Krieg. Elf Israelis sterben und 1200 Palästinenser. Wochen später fahre ich zu einer Militärkonferenz. Der Krieg ist fast vergessen. Fast niemand in Israel hat protestiert. Das Leben geht weiter. Auf der Konferenz spricht ein früherer, ranghoher Militärchef der israelischen Armee. Ich möchte über Gaza, den Libanon und andere Orte sprechen, die wir künftig besetzen werden. Da wir als entwickeltes Land stabil bleiben wollen, ist das wichtigste Strategieelement die Bestrafung. Die Bestrafungsaktionen geben uns Raum zu manövrieren. Man entscheidet, ob man ein- oder zweimal zuschlägt, frontal oder von hinten, ob man den Besitz der Menschen oder die Anführer angreift. Aber das oberste Ziel ist, den Feind zu töten, bevor und während er uns angreift und auch wenn er sich zurückzieht. Das ist das Wichtigste. Und die Quantität ist wichtiger als die Qualität. Ein Fehler, den die Armee macht, ist jeden Fall einzeln zu beurteilen, ob die Person verdient zu sterben oder nicht. Die meisten dieser Leute sind geboren, um zu sterben. Wir müssen ihnen nur dabei helfen. Viele im Publikum, wie der Redner selbst, waren früher Armeeoffiziere und wurden nach ihrer Militärkarriere Waffenproduzenten und Händler. Ich denke, vielleicht können die Waffen, die sie entwickelt haben, eine Ursache dafür sein, warum die Art der Kriegsführung sich so verändert hat.
Das Hauptquartier der Amos Golan Waffenfirma sitzt über einem Einkaufszentrum bei Tel Aviv. Amos Golan war Oberstleutnant in der israelischen Armee und hat die Corner Shot erfunden, die Waffe, mit der man um die Ecke schießen kann. Das Gewehr oben ist eine 40 mm wie die M203. Unten ist ein normales Exschussgewehr, das M16 Corner Shot. Eine kurze M16, die wir modifiziert haben. Und hier haben wir die 40 mm, die hat Angelina Jolie in Wanted benutzt. Du kannst mit ihr mit einer Hand schießen. Eine Bewegung und du feuerst um die Ecke. Ich frage mich selbst, warum ich? Woher hatte ich diese alberne Idee mit der Kippstellung? Nicht im Gewehrlauf, das ganze Gewehr zu knicken, mit Kontrolle von hinten. Die Idee kam aus meiner eigenen Kampferfahrung, wo Menschen verletzt und getötet wurden. Wurde diese Waffe im Gazakrieg verwendet? Ich kann Ihnen sagen, dass sie überall benutzt wird, wo es Straßenkämpfe gibt. In den 1980er Jahren, als die erste Intifada begann, merkte Israel, es bezahlt einen hohen Preis für die Militärherrschaft über die Palästinenser. Amos Golan erreichte damals den Höhepunkt seiner Militärkarriere als Kommandant einer Eliteeinheit im Westjordanland. Nach seiner Armeezeit inspirierte seine Kampferfahrung in den palästinensischen Städten den pensionierten Oberst zu einer neuen Idee. Er begann, Waffen zu entwickeln. Retired Lieutenant Colonel Amos Golan invented the corner shot after years of fighting enemy forces in Israel. Die Erfindung des Eckschussgewehrs brachte ihm ein Vermögen ein. Die Corner Shot ist einer von Israels internationalen Verkaufsschlagern. Wann haben Sie gemerkt, dass dies ein Geschäft werden könnte? Einige Jahre vor meiner Abrüstung, da dachte ich, ich will das machen. Das, was man Waffenhandel nennt. Schauen Sie, Sie können es Waffenhandel nennen, Sie können es Verteidigungsexport nennen, Sie können es Kreativität nennen. Sie können sagen, es ist falsch, Waffen zu verkaufen. Wie Sie es auch immer nennen. Sind Sie reich? Was heißt für Sie reich? Ich danke Gott für das, was ich habe. Ich weiß, womit ich angefangen habe. Mit nichts. Ich habe ganz unten angefangen mit einer Vision. Und ich hatte einen Riesenerfolg. Hallo, wir sind hier mit dem LKW. Wir sind mit dem LKW da. Bevor die Waffe, die Amos Golan erfunden hatte, zum Exportschlager mutierte, wurde sie in Israel einige Male getestet. In den frühen 2000er Jahren jedoch hatten die israelischen Streitkräfte die Möglichkeit, neue Waffen in der Praxis auszuprobieren. Für meine Recherche fahre ich weiter, um einen anderen pensionierten Oberstleutnant zu treffen, mitten in der Wüste.
Shimon Nawe hat nach seiner Abrüstung Philosophie, Anthropologie und Architektur studiert und über neue militärische Kampftechniken nachgedacht, zum Beispiel in palästinensischen Wohngebieten. Wie Sie sehen, ist dies kein wirkliches arabisches Dorf. Es ist ein toter Ort. Vielleicht in unseren rosigsten Träumen würde ein palästinensisches Dorf so aussehen. Aber es ist nicht real. Es hat viel Aufwand erfordert, es zu bauen, viel Beton und Stahl. Und den Löchern in den Wänden nachzuurteilen, hat es sich ausgezahlt. Sie haben es richtig gemacht. Hier an den Wänden sind arabische Graffiti. Das macht diesen toten Ort etwas realer. Schauen Sie, sie haben Labyrinthe angelegt. Gassen wie in der Kasbah von Nablus. Stadtkampf ist eine große Herausforderung. Wenn man hier reinkommt, zerfällt die Einheit. Eine in Baumform vordrängende Kampfformation mit Rängen und Abteilungen, die sich aufteilen muss, je nach Straßenverlauf der urbanen Struktur angepasst. Du betrittst eine Straße nach der anderen und die Formation löst sich auf. Sie löst sich nicht nur auf, sie verliert ihre ideale Struktur. Sie zerfällt. Du kannst hier leicht zwei Brigaden verlieren, mehrere tausend Mann, bevor du Jack Robinson sagen kannst. Jack Robinson. Im Jahr 2000 bricht die zweite Intifada aus. Zwei Jahre später, nach mehreren palästinensischen Selbstmordattentaten in Israel, plant die israelische Armee die Operation Verteidigungsschild, die Wiedereroberung von Städten im palästinensischen Westjordanland. Die Sicherheitstruppen haben eine umfassende Aktion beschlossen. Das Ziel ist, bis zum Tod gegen den Terrorismus zu kämpfen. Israels Armee will die Palästinenserstadt Nablus mit ihren verwinkelten Gassen unter ihre Kontrolle bringen. Shimon Naves Militärtheorien werden Praxis. Eine Stadt mit mehr als 300.000 Einwohnern. Im Herzen die Altstadt, Kasbah genannt. Ein altes Viertel mit dichter Bebauung, sehr engen Gassen. Schrecklich für Angreifer. Der Verteidigungsminister hatte Angst vor einem Blutbad. Wenn wir der Struktur der Straßen folgen, serviere ich meine Einheit auf dem Silbertablett. An dem Punkt sagst du, stopp. Sie warten auf meine Kompanie. Ich muss ihnen eine Lektion erteilen, die sie nicht vergessen. Wir brauchen eine andere Taktik. Wir greifen nicht an, indem wir dieser Geometrie mit Linien und Punkten folgen. Wir attackieren mit einer fraktalen Geometrie, aus allen Richtungen gleichzeitig. Wir bewegen uns, ohne unsere Kampfformation offen zu legen. Wir halten uns bedeckt. Und dann sehen wir ja, wer verwirrt ist. Wir bewegen uns nicht auf den Straßen, sondern dringen in die Häuser ein, indem wir Löcher in die Wände schlagen, wie hier zu sehen ist. Wir erobern Häuser, und das sind unsere Basen, von denen aus wir ins nächste Haus eindringen und so fort. Bald schon werden die Terroristen unruhig und rücken in die Straßen vor, um die Zionisten zu finden. Und das schafft uns fantastische Möglichkeiten, wo unsere Einheiten die Terroristen gut sehen und das ganze Spiel umdrehen. Fantastisch.
Bei der Eroberung von Nablus wird ein israelischer Soldat getötet und 70 Palästinenser, 8 von ihnen Zivilisten. Viele der israelischen Offiziere von damals gehen in die Privatwirtschaft, gründen internationale Sicherheitsdienste und Militärberatungsfirmen. Israel bricht in diesem Jahr den Rekord beim Waffenverkauf. 2 Milliarden US-Dollar. Nach den Anschlägen vom 11. September und den darauf folgenden US-Invasionen in Afghanistan und dem Irak kommen Militärs aus aller Welt nach Israel, um neue Strategien für den Häuserkampf zu lernen. Shimon Naveh wird ein gefragter Trainer und Berater für die Armeeführung der USA und ist es bis heute. Hier haben wir ein Gelände von 70 mal 20 Kilometern. Das ist alles. Und dennoch musst du Tiefe erzeugen. Wie verdammt erzeugst du Tiefe? Wie erzeugst du dieses Wunder? Bei den Trainings in Israel wollen die Offiziere aus den USA, Großbritannien und anderen Ländern wissen, wie es den israelischen Streitkräften gelingt, den Widerstand der Palästinenser im Stadtgebiet zu überwinden und die eigenen Verluste so gering zu halten. Wenn Sie danach noch Zeit haben, kommen Sie für 10 Minuten mit. Die israelische Armee hat viel mehr Erfahrung in puncto Häuserkampf als andere. Ich komme mit meinem Bataillon gerade von einer 6-monatigen Tour in Nordafghanistan zurück. Wir waren gezwungen, auf städtischem Terrain zu operieren und deshalb ist es von großem Interesse, auch für mich persönlich. Es macht keinen Unterschied, ob man im Gazastreifen kämpft oder in Kunduz oder in Bagdad. Die Waffen, die in Nablus und Jenin im palästinensischen Westjordanland ausprobiert wurden, sind jetzt auf Industriemessen in Tel Aviv zu sehen. Israels Waffenverkäufe verdoppeln sich seit der Offensive von 2002 im Westjordanland alle 3 Jahre. Der Verteidigungsminister, der die Operation damals angeordnet hatte, ist unterdessen Handels- und Industrieminister und fördert den Export israelischer Waffen. Warum ist die Nachfrage nach israelischen Waffen so hoch? Wie bitte? Warum ist die Nachfrage nach israelischen Waffen so hoch? Ich verstehe nicht. Warum ist die Nachfrage nach israelischen Waffen so hoch? Das ist sehr einfach. Es ist, weil Israel hat mit die beste Technologie der Welt. Und Leute kaufen gerne Dinge, die getestet wurden. Wenn Israel Waffen verkauft, wurden diese getestet, ausprobiert. Wir können sagen, diese wurden 10 bis 15 Jahre ausprobiert. Also ist die Nachfrage gewaltig. Führt das zu Wirtschaftswachstum? Kann man das quantifizieren? Es bringt Israel Milliarden von Dollar. Israel ist mittlerweile einer der führenden Waffenexporteure der Welt. Die israelische Waffenindustrie gehört nicht nur den paar Waffenproduzenten und den Händlern, sie gehört dem ganzen Land. Ein Jahr nach der Operation Cast Lead, also gegossenes Blei, fahre ich zu einer Messe der Verteidigungsindustrie nach Paris.
Jedes Jahr kommen tausende Menschen aus dem In- und Ausland auf das Ausstellungsgelände. Es ist die größte Waffenmesse der Welt. Israel stellt hier sein Raketenabwehrsystem Iron Dome vor und Kriegsgerät aus, das gerade auf palästinensischem Gebiet getestet worden ist. Unter Verwendung einer erhöhten Plattform, die Sie hier sehen können, wird das Ziel identifiziert. Die Zielkoordinaten werden an das Allokationssystem übertragen, das sofort eine Jumper-Rakete bestimmt und sie mit einem virtuellen Auslöser abfeuert. Die Munition wird präzise auf die Zielkoordinaten gelenkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Unsere Experten erwarten Ihre Fragen. Sehen Sie, was wir hier haben? So etwas gibt es nirgendwo. Wie viel ist Ihr Geschäft wert? Wie viel in Geld? Wenn Sie nach Geld fragen, das Geschäftspotenzial ist gewaltig. So gewaltig, wir können es nicht wirklich abschätzen. Jede Rakete kostet so viel wie eine Wohnung in Tel Aviv. Es könnte auch eine zerstören. Stimmt. Wir haben hier hunderte Raketen zum Verkauf. Das Geschäft wächst jedes Jahr. Jedes Mal, wenn ich herkomme, sage ich, wow, schau mal, wie viel die Menschen ausgeben, um zu töten. Wenn sie etwas davon investieren würden, um unser Leben zu verbessern, kannst du dir vorstellen, was wir erreichen könnten? Neben den israelischen Waffenproduzenten sind hier auch Beamte des israelischen Verteidigungsministeriums, die die Produkte empfehlen. Ich halte nach ausländischen Kunden Ausschau. Ich will fragen, ob sie wissen, wo die Waffen getestet werden. Entschuldigen Sie, mein Name ist... Hören Sie auf, Sie belästigen uns. Wir sind hier, um israelische Produkte zu verkaufen und Sie stören uns. Benji, ich brauche deine Hilfe. Ich will genau wissen, was Sie vorhaben und was das Ergebnis sein soll. Wie wird die Geschichte genau ausschauen? Ich repräsentiere die israelische Luft- und Raumfahrtindustrie und ich möchte nicht, dass ich am Ende etwas auf dem Bildschirm sehe, was für uns eine Katastrophe sein könnte. Ich möchte das nicht. Nicht für das Unternehmen und nicht für mich. Die Israelis wollen Sie nicht hier. Sie müssen das Gelände verlassen. Ist das klar? Jeder spricht gerne vom israelischen Wirtschaftswunder, von Wachstum und Wohlstand in Israel trotz militärischer Konflikte. Aber vielleicht kommt das Wachstum nicht trotz, sondern wegen der Konflikte. Israel ist nach eigenen Angaben der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Hunderttausende Israelis leben von der Verteidigungsindustrie. Manche profitieren besonders, wie etwa der Militärberater Leo Gläser, den ich an einem Wochenende auf seinem Anwesen besuche. Willkommen, sehr gut, sehr gut. Grüße, erinnern Sie sich noch? Aber sicherlich. Am Samstagnachmittag bewirtet Gläser öfter Armeeoffiziere und Politiker aus dem Ausland. Die meisten werden zu Kunden der Waffenindustrie.
Die brasilianische Botschafterin, der argentinische Botschafter, der Militärattaché. Er ist ein Armeegeneral. General Choval. Er war Abteilungschef im Verteidigungsministerium, für alle Beziehungen zuständig. Sie sind von Permex und haben jetzt eine fantastische Operation unternommen. Dies ist Efraim Yari. Er hat all diese Waffen erfunden. Er ist also eine Legende, aber er mag das nicht hören. Er ist ganz bescheiden. Anders als ich. Anders als dein Vater. Leo Gläser hat schon viele Staatschefs getroffen. Wer ist das auf dem Bild oben? Sind Sie das? Ja, das ist schon Jahre her. 1984, als wir in Zentralamerika losgelegt haben. Was ist das? Armeeübungen im Dschungel. Wir haben Amerikaner trainiert, viele unterschiedliche Gruppen. Wann waren Sie im Dschungel und wie lange? Ja, wir waren einige Monate. Es ist noch nicht so lange her. Hier ist ein Fallschirmsprung in Venezuela mit den Männern von Chavez. Dies hier ist eine sehr schöne Aktion im Persischen Golf. Natürlich tragen wir nicht die israelische Flagge bei uns. Wunderschöne Orte. Was ist das für ein Bild von Barack? Von wem? Ehud Barack. Das ist nach dem 11. September in den USA. Alle Verteidigungsunternehmen fuhren hin, um etwas zu verkaufen. Ehud Barack, der Verteidigungsminister, hatte ja nicht nur mit Kriegen zu tun. Er stellt auch sicher, dass die Verteidigungsindustrie fleißig ihre Waren verkauft. Die Welt steuert auf sehr harte Zeiten zu. Eine Apokalypse. Ja? Schau, was beim 11. September passiert ist. Es war die amerikanische Apokalypse. 10 Männer ohne Geld zwangen die USA in die Knie und ließen sie Dreck fressen. Alle neuen Lösungen im Verteidigungsbereich kommen jetzt aus Israel über israelische Unternehmen. Ich lese, Sie sind ein Sozialist. Absolut. Sehr sogar. Was heißt das? Sicherheit für alle. Die Dame heißt Moran, die Nummer 1 unserer Trainer. Und Tal. Sie sind die besten Ausbilder. Sie sind jetzt sogar verheiratet. Okay. Good evening, everyone. Guten Abend. Willkommen bei der Akademie für Sicherheit und Verteidigung. Wir zeigen Ihnen jetzt ein kleines Szenario eines Kampfes, einer Schlacht. Wenn man Schüsse in den Häusern hört, muss man das Problem schnell lösen. Sehen wir uns das mal an. Wir wissen, dass die Terroristen heutzutage viel Geld haben. Sie können dieselbe Ausrüstung haben wie wir als Spezialeinheit. Deshalb schießen wir in die Brust und dann weiter nach oben. Ihr lernt, in den Kopf zu schießen. Ja, wir schießen in den Kopf. Das Problem damit ist ein politisches. Ja, ich bin seit 24 Jahren als Ermittler tätig. Es ist so. Man investiert viel Geld und Zeit. Und manchmal braucht man... Es kommt auch auf die Größe des Kopfes an. Bei einem kleinen Kopf ist es ein Problem. Die Gäste kommen aus aller Herren Länder. Ich möchte Ihnen das T-Shirt meiner Einheit vorstellen. Okay, Moment. Vielen Dank. Bitte, bitte nehmen Sie keine Munition mit.
Ich will nicht, dass sie Probleme kriegen. Nicht am Flughafen, nicht im Hotel, nirgendwo. Und jetzt machen sie sich frisch. Auch für die Corner Shot gibt es Trainings. Sie sehen, sie finden die Position und schießen genauso, als würden sie mit der M16 schießen. In Israel ist es ganz klar, wer die Guten sind und wer die Bösen. Die Guten, das bin ich, der ich in Frieden leben will. Und die Bösen sind die, die gegen mich sind. Jene, die Aktionen setzen, um mein Vaterland zu zerstören. Das Leben meiner Lieben. Das ist absolut klar. Da gibt es eine klare Verbindung zwischen den Drogendealern in Südamerika und den Terroristengruppen. Und denen in den Höhlen von Bora Bora. Das ist alles das Gleiche. Der Kampf der Zivilisationen wurde das genannt. Man sagt, dass die Grenzen des Islam mit Blut geschrieben sind. Was macht die Guten zu Guten? Sind Sie ein guter Mensch? Ich? Ja, Sie. Ich hoffe. Auf welche Art sind Sie gut? Attackieren Sie unschuldige Menschen? Sprengen Sie Busse in die Luft? Erstechen Sie Kinder? Machen Sie so etwas in Ihrer Freizeit? Gruppe B, Rumänien, Angola, Peru und die USA, mit diesem netten Offizier hier drüben. Gruppe C, Kanada, Deutschland, Zypern, Türkei, Griechenland und Ägypten, mit diesem reizenden Offizier hier. Die Niederlande, Italien, Serbien, Schweiz, Großbritannien, Argentinien, China. Militärs, Polizisten und private Sicherheitsleute aus immer mehr Ländern kommen nach Israel, um Waffen zu kaufen. Ich mache mich unterdessen auf den Weg an die Universität von Tel Aviv, um Yitzhak Ben Israel zu treffen, einen israelischen Armeegeneral, der Dozent und internationaler Berater wurde. Guten Morgen, wie geht's? Der Professor entwickelt Militärstrategien mit Hilfe der Mathematik. Wenn man in den Krieg zieht, will man siegen. In Israel sehen wir den Krieg wie einen Boxkampf. Man kann nach Punkten gewinnen, das ist schwieriger, oder durch ein K.O. So sieht die Formel aus. QLNQ plus 1 durch QLN 1 durch Q. Mit einem Minuszeichen, das unwichtig ist, weil wir den Kollaps berechnen. Wenn man die Prozentzahl der Leute weiß, die getroffen werden, hat man die Wahrscheinlichkeit, mit der das System zusammenbricht. Wenn wir über die Hamas sprechen, wohin tue ich die Anzahl der Leute in der Organisation? Q ist die Prozentzahl der Leute, die neutralisiert werden. Das ist das kleine Q. Der Prozentsatz, den man neutralisiert. Wenn ich ein Diagramm zeichne, sieht das so aus. Dies ist die Wahrscheinlichkeit, dass das System zusammenbricht. Und dies der Prozentsatz, den man neutralisiert. Also sieht es etwa so aus. Wenn man 50% der Menschen neutralisiert, hat man eine 100%ige Chance, dass das System zusammenbricht. Das heißt, wenn man 50% der Hamas-Agenten tötet? 50% tötet oder einsperrt. Man braucht nicht alle Hamas-Agenten, nur die, die einen Angriff planen. Und man erreicht den 100%igen Kollaps des Systems. 100 oder 99%? 100%. Wenn es 50% der Leute sind, dann sind es 100% Wahrscheinlichkeit. Und wenn es 25% sind, sehen Sie die Kurve, dann ist das ungefähr eine 85%ige Chance, dass das System zusammenbricht. Was passiert ist, wir haben 20-25% ausgeschaltet und das ganze System ist zusammengebrochen.
Von 2000 bis 2010 tötete die israelische Armee 355 Palästinenser gezielt aus der Luft. Mehr als 100 von ihnen waren unbeteiligte Zivilisten. Haben Sie diese Rechnungen schon angestellt, bevor Israel mit gezielten Tötungen begonnen hat? Nein, währenddessen. Um herauszufinden, was getan werden muss. Nein, die ganze Sache ist nicht so einfach. Okay. Zunächst bin nicht ich das. Die israelischen Streitkräfte haben das gemacht. Ich meine, die israelische Armee wurde überrascht von den vielen Selbstmordattentaten. Es dauerte ein Jahr, um herauszufinden, wen sie treffen mussten. Und die Armee hat ihre Aufgabe erledigt. Massive Kräfte sind hier im Spiel. Sie sprechen mich an, als sei ich es gewesen. Weil Sie mir gesagt haben, Sie haben auch einen Artikel geschrieben. Da gibt es einen Unterschied zwischen einen Artikel schreiben und das zu tun. Diese Sache durchzuführen, da waren Dutzende und Hunderte Menschen involviert. Das israelische K.O. wurde ein Weltpatent, denn überall auf der Welt gibt es Regionen, die den palästinensischen Konfliktzonen ähnlich sind. Einige Monate, nachdem ich den Waffenhändler Leo Gläser kennengelernt hatte, erlaubte er mir, ihn auf eine Geschäftsreise nach Brasilien zu begleiten. Hallo, wie geht es? Leo Gläser, wie geht's Ihnen? Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Hier die israelische Armee. Wer ist besser, meine oder eure Jungs? Frage, wer ist besser, Maradona oder Pelé? Brasilien ist einer der größten Kunden der israelischen Waffen- und Verteidigungsindustrie. In den letzten Jahren haben Polizei und Militärs eine Favela nach der anderen in Rio de Janeiro besetzt und die Drogenhändler vertrieben. Seit das De Alemão-Viertel, eine der Favelas, so befriedet wurde, trägt es den Spitznamen Gazastreifen. Ich war in Israel, Tel Aviv, Eilat. Ich finde, Tel Aviv ist wie die Copacabana, es ist dasselbe. Leo Gläser verkauft hier Waffen und Fahrzeuge und seine Männer bilden Polizei- und Militäreinheiten aus. Wir nähern uns dem Kampfgebiet. Dies ist die Region, die ihr besetzt habt. Hier waren nur Straßensperren, bevor man zum Kampfgebiet vordringen konnte. Was Sie hier sehen, ist die Armee. Da ist noch ein Posten im nächsten Haus. Sehen Sie den anderen Posten? Bei dem grünen Haus? Und wir haben einen direkten Blick darauf. Das Haus gehört einem Drogenbaron? Ja, jetzt nutzen wir es als Basis zur Beobachtung und Kontrolle. An Orten wie Gaza haben wir dieselbe Situation. Wir haben das gleiche System. Bei den Kämpfen um die Favela de Almao tötete die brasilianische Polizei an einem einzigen Tag 44 Menschen. Laut Ermittlungen wurden viele hingerichtet. Im gleichen Jahr tötete die brasilianische Polizei insgesamt 1.337 Menschen. Vem, pode vir! Corre, corre!
Haben Sie Caipirinha? Aber den echten Caipirinha. Einen großen, damit ich gut schlafe. Lass uns sagen, Sie trainieren jemanden und er geht zurück und tötet viele Menschen. Wie fühlen Sie sich dann? Hören Sie zu, wenn er böse Burschen tötet, sehr gut. Das passiert. Prost! Wenn er eine unschuldige Person tötet, wäre ich sehr traurig. Sehr. Aber das ist nie passiert. Sie scheinen ein großzügiger Mensch zu sein. Das bin ich. Ein sehr freundlicher Mensch. Ich bin freundlich. Sehr väterlich. Ich bin ein Vater und Großvater. Und ich denke mir, was macht er an diesem schrecklichen Ort? Denken Sie, das Leben ist ein Wunschkonzert? Den Terror zu bekämpfen ist brutal. Sicherheit ist sehr hart. Ich bin dafür gemacht. Deshalb tue ich es. Aber ich verursache die Scheiße nicht. Ich versuche, sie zu verwandeln in ein kleines, geruchsloses Päckchen. In Israel sind das Geschäft mit den Waffen und ihre Verwendung im Krieg eng miteinander verbunden. Als die israelische Armee Anfang 2009 die Operation Gegossenes Blei in Gaza durchführt, erreichen die Waffenverkäufe einen neuen Rekordwert. 6 Milliarden Dollar. Fünf Jahre und zwei Gaza-Kriege später sind sie noch einmal um 1 Milliarde gestiegen. Wenn die Operation Gegossenes Blei im Gazastreifen eine israelische Erfindung ist, dann war General Yoav Gallant derjenige, der sich das ausgedacht hat. Was mich betrifft, hat der Feind 3 Möglichkeiten. Entweder er wird getötet, er kapituliert oder er flüchtet. Einige Feinde sind geflohen. Warum sind sie geflohen? Wenn du 3 Jahre auf einen Angriff mit Panzern und Bodentruppen wartest und plötzlich fallen Bomben auf dich, auf deinen Bunker, Panzer feuern auf dich. Artilleriegranaten prasseln herunter. Bulldozer versuchen, über dich drüber zu fahren. Dann ist es kein Wunder, dass die israelische Armee, als sie in Gaza vorgestoßen ist, nur noch eine Handvoll Kampfwesten vorfand und ein paar Panzerbüchsen. Aber die Terroristen waren weg. Die Frage war, wie hoch würden die israelischen Verluste sein und wie hoch die Verluste des Feindes. Das hat mich beschäftigt. Deshalb habe ich begonnen, diese Kampfhandlungen zu planen. Als es vorbei war, war das Verhältnis etwa 100 zu 1. Das heißt, 10 unserer besten Soldaten, die getötet wurden, zu 800 getöteten Terroristen. 80 zu 1. Das zeigt dem Feind, wir können etwas, das sie nicht können. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, in unserem Fall haben wir 800 Terroristen getötet und leider etwa 300 Zivilisten. Das ist ein Verhältnis von etwa 1 zu 1 Drittel. Was 10 bis 30 Mal besser ist als bei jeder anderen westlichen Militäraktion der letzten Jahrzehnte. Während einige Länder Europas und Asiens uns offiziell für die Angriffe auf Zivilisten verurteilt haben, sandten sie gleichzeitig ihre Offiziere her. Und ich instruierte Generäle aus 10 Ländern, sodass sie verstanden, wie wir einen so niedrigen Anteil an eigenen Opfern erreichen konnten.
Da ist viel Scheinheiligkeit. Sie verurteilen uns politisch, während sie gleichzeitig fragen, was unser Trick ist. Wie wir Israelis es machen, Blut in Geld zu verwandeln. Das heißt, wie man Waffensysteme präzise einsetzt, präzise Geheimdienstarbeit leistet, wie man Bodentruppen selektiv einsetzt und dadurch Leben bewahrt. Wenn früher Leben und Krieg Gegensätze waren und der Krieg erst enden musste, damit das Leben weitergehen konnte, so ist es heute so, dass beides in Israel koexistiert. Die israelische Hightech-Industrie entstand unter der Schirmherrschaft des Verteidigungsministeriums. Diese Investitionen haben Israel zu einer Supermacht im Waffen- und Verteidigungsexport gemacht, mit fast 7 Milliarden Dollar pro Jahr. 150.000 Haushalte hängen an der Waffenindustrie, genauso wie der Handel, Deviseneinnahmen und Arbeitsplätze. Sie spielt eine führende Rolle in unserer Wirtschaftspolitik. In Israel, denke ich, ist der Krieg von einer reinen Belastung auch zu einem hochprofitablen Geschäft mutiert. Wenn eine Operation in Gaza endet, ist es nur eine Frage der Zeit, wann die nächste kommt. Ein neuer Krieg, ein neues Experiment.